für die erste Runde zu unseres Vereins, der Lage ist, dann ist mittlerweile das doch Mühe und natürlich ein ganz besonderer Mensch, denn er feiert heute sein 1000. Spiel hier bei uns mit Sohn heute hier, Jean Winter, und hat natürlich schon das passende T-Shirt an. Also erstmal herzlichen Willkommensapplaus für Jean Winter. Ich habe schon gedacht, nicht nur unseren Charakterin, sondern wahrscheinlich sogar weltweit gesehen, wird es sehr viele Menschen geben, die von sich sagen können, der Fußballteam in 1000 Pflichtspielen unterstützt zu haben. Mit der heutigen Partie hier gegen den TV Jahn Wiesfeld wird dieser erlaubte Kreis um Jean Winter erweitert werden. Die Jungläubigen kann der gerade 50 Jahre alt gewordene Diplom-Mathematiker. Dieses Jubiläum auch belegen, und zwar, wie sollte es bei einem Zahnarzt noch anders sein, mit einer Access-Datenbank. Denn hier haben wir sämtliche Pflichtspiele unserer Blau-Roten seit dem Aufstieg in die alte Regionalliga West im Jahr 1971 katalogisiert. In einer Rubrik wird auch bemerkt, ob Jean zu den Augenzeugen einer jeden Region gehörte oder unser Team ohne seine Unterstützung auskommen musste. Von daher fällt es ihm auch leicht, wir haben für ihn gesprochen, damit die Frage nach seinem 397. Pflichtspiel zu beantworten war das. Das Pokalheimspiel gegen die Löwen am 14. Januar 1984, damals endete das Spiel nach Verlängerung 0:0. Ja, wer seit seinem 12. Lebensjahr unter 58 Erstligaspiele verfolgen durfte, für den war natürlich der Gang in die Sechsklassigkeit mehr als bitter. Mit der 0:4 Niederlage bei Fortuna Düsseldorf 2 am 18.05.2008, ausgerechnet worden auf seinem 49. Geburtstag. Das war natürlich dann auch sein Traum für das nächste Spiel beim KFC. Natürlich hat er auch sein, ja, ich sag mal, Lieblingsspiel, das war der 2:1 Erfolg bei der Gladbacher Borussia am 22.04.86. Das war eins von den 5 Spielen, die Jürgen damals innerhalb von nur 9 Tagen absolvieren musste. Ja, und da sehen wir auch links neben Joe, ist natürlich auch genetisch verwurzelt, denn mein 17-jähriger Sohn Malte, der gehört seit einigen Jahren ebenfalls zur Fanszene hier beim KFC. Man sieht also, es geht weiter in der Familie runter. Dann also alles Gute zum 1000. Spiel. Und natürlich auch noch mal auf unseren ersten Vorsitzenden. Ja, Jo, vielen Dank für deine Treue. Auch für mich war dieser Tag in Düsseldorf einer meiner tausend Tage. Ich konnte auch meine Tränen gestalten. Bleib uns treu. Und ich hoffe, dass du hier nochmal Bundesliga-Luft schnuppern wirst. Und als Dank nochmal von uns allen ein Trikot und das Team von allen Spielern. Dass wir das hängen dir auf. Und als Mathematiker rechnen wir mal vor, was wir tun müssen, wo wir aufsteigen sollen. Ne? Vielen Dank nochmal. Ja, das war's heute halt von mir. Hast du schon die Halbzeitergebnisse? Vielen Dank und alles Gute für die nächsten 1000 Spiele und so weiter. Ja, ich bin auch ein bisschen weiter. Ich habe es mir nicht gefällt, weil ich da noch oben auf der Ruhe.